Wegsprung, aber ich schaff den nicht. Oder darf ich gar keinen Doppelsprung machen, sonst fliege ich zu weit. Das kann natürlich auch sein. Nein! Boah, der Sprung regt mich auf. Echt jetzt, Mann. Warum schaffe ich den nicht? Der ist doch so einfach und simpel. Scheiße. Scheiße sagt man nie, scheiße macht man. Trotzdem darf ich jetzt scheiße sagen. Ich probiere es aber zu unterlassen. Ich kann nichts versprechen. Ja, geschafft. Da habe ich nichts Richtiges über dem Kopf. Nein. Verarsche. Nochmal neu. Das gibt's nicht. Gleich schon beim ersten Sprung gefailt. Das ist doch echt ein Cut, yes. Cut, yes. So. Die Challenge regt mich jetzt schon auf. Ganz ruhig bleiben. Konzentrieren. Konzentrieren und die Sprünge hier mit Bravour meistern. Ich sag jetzt nichts. So, Konzentration bitte. Nein, der war zu kurz. Ich glaube, ich muss das doch mit Doppelsprung probieren. Ja, geschafft. Ruhe, Konzentration. Nein! Zu früh abgesprungen. Ich muss da ein bisschen später abspringen. Was sind das eigentlich für komische Geräusche hier gerade? Zum Glück habe ich mir nicht eine reine Jump'n'Run Map ausgesucht. Sonst wäre es peinlich geworden. Wenn es nicht jetzt schon ein bisschen peinlich ist. Aber ich wollte extra keine reine Jump'n'Run-Map nehmen. Denn ein bisschen Story muss ja auch dabei sein. Für eine gute Adventure-Map. Ich sage jetzt nicht, dass unbedingt eine gute Adventure-Map eine Story haben muss. Aber finde ich besser, wenn eine Story dabei ist und um die Story eben alles aufgebaut wird. Als nur rein. Also eben nur eine reine Jump'n'Run-Map, wie zum Beispiel 500 Jumps to Success ist so eine. Die habe ich auch mal probiert, aber ich bin nicht so weit gekommen. Ich glaube, bis zur 100er-Marke oder so bin ich gekommen. Oder 150er. Und dann war ich so frustriert, dass ich nicht weitergemacht habe. Ist aber wieder ein anderes Thema. Konzentrieren wir uns hier auf die Adventure Map. So, für sowas ist auch Too Many Items gut. Damit man einfach sowas überspringen kann, wenn man gerade zu schlecht ist, das zu meistern. Muss mal schauen. Nein, ich hab's nicht. Da habe ich irgendwie was falsch gemacht im Installieren von Too Many Items. Ich werde mich nachher nochmal ransetzen. Solange müsst ihr mich hier ertragen, wie ich hier probiere, den Sprung zu schaffen.
Es kann eigentlich nicht sein, hier schon bei der zweiten Challenge so lange zu brauchen. Ich weiß ja nicht, wie viele Challenges noch kommen. Ich springe immer zu kurz. Komme ich da? Nein, da komme ich nicht hoch. Ich weiß nicht, wie viele Challenges noch kommen werden. Aber hoffentlich werde ich die schneller lösen können als jetzt die hier. So. Warum springe ich eigentlich immer zu weit? Ich muss mich im Sprung drehen. Ich muss mich wahrscheinlich früher drehen, damit ich das richtig schaffe. Der andere Sprung danach ist auch recht simpel. Das ist nur ein 3-Block-Sprung. Und auf gleicher Höhe. Das ist ja easy. Easy peasy. Schon wieder zu weit. Nein, nicht wieder rein. Nein, jetzt bin ich sogar noch zu kurz gesprungen. Boah. Ja, geschafft. Volle Konzentration. Nein! Die Blöcke da nerven. Können die nicht einfach weg sein? Eigentlich sollten die nicht so viel ausmachen. Schon wieder zu weit. Es kann sein, dass ich jetzt hier vielleicht eine kleine Unterbrechung mache und dann nachher wieder die Aufnahme weiterlaufen lasse. Also weiter aufnehmen werde, wenn ich hier den Sprung geschafft habe. Sonst wird es ein bisschen zu langweilig für euch. Ich probiere es jetzt noch einmal und dann, wenn ich es dann nicht geschafft habe, unterbreche ich hier mal die Aufnahme. Bis ich das endlich geschafft habe. Das kann ja so nicht weitergehen. Okay, unterbreche ich hier kurz und ja, wir sehen uns dann, wenn ich diesen Sprung geschafft habe. Bis denne. So, da bin ich wieder. Ich habe den Sprung jetzt endlich geschafft. Ich glaube, ich weiß, woran es gelegen hat. Ich bin eben zu nah an der Wand gelaufen. Dadurch wurde mein Sprint abgebrochen. Deswegen bin ich nicht so weit gesprungen. Jetzt probiere ich mal hier den normalen Ecksprung hier. Ah ne, den kann ich abkürzen. Das kann ich so machen. Letzter hoch. Komm schon, letzter Sprung. Ja, geschafft. Checkpoint öffnen. Boah, war das jetzt eine Tortur hier. Ich habe noch ein paar Versuche gebraucht, bis ich ihn geschafft habe. Aber dass er dann so simpel ist. Oh, das ist ein weiter Sprung. Nein, der geht. Der geht eigentlich. Und jawohl, die Challenge gemeistert. Was haben wir da? Deckung. Och nö, die haben die Wand zugemauert. Ich habe einen kleinen Sprengsatz positionieren lassen. Geh in Deckung. So, ich muss da erstmal rein. Nein! Ah! Nein, ich will nicht sterben. Okay. Haben wir das auch geschafft? So eine poröse Wand. Einfach mal weggesprengt. Oh, wir haben wohl ein bisschen übertrieben. Hier müssten irgendwo die Umkleiden sein. Umkleiden. Schau mal, ob du hier einen feuerfesten Anzug findest. Okay. Einen feuerfesten Anzug. Eine Rüstung mit Fire Resistance. Da ist schon mal was. Trank der Feuerresistenz und Eisenbeinschutz. Ich glaube, das sollte ich anlegen.
Rang der Feuerresistenz. Ist da sonst noch irgendwie was? Ist da ein Knopf oder so? Nein. Da ist noch was. Ist da hinten irgendwie was? Oder ist das ein kleiner Map-Fehler? Ich glaube, das ist ein Map-Fehler. So, schauen wir uns das jetzt mal an. Trank der Feuerresistenz. Und schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen, 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 schwimmen. Schwimmen, 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 schwimmen in der Lava. Ich habe noch 2 Minuten lang Fire Resistance. Kann ich mal schauen, ob hier irgendwie was ist? Nein, da ist nichts. In den Lavafällen. Ist da irgendwie was? Nein, da ist auch nichts. Ist irgendwie unten in der Lava was? Nein. Okay. Gut. Die hier auch gemeistert. Hör auf zu brennen, denn die Flasche brauche ich jetzt nicht mehr. Und hier geht's rein. Na endlich, da ist der zweite Schalter zum Aufzug. Was ist denn da? Oh, Trank der Feuerresistenz nochmal. Für 3 Minuten. So, da haben wir das geschafft. Geht's hier? Jetzt muss ich wieder zurück. Okay. Jetzt hat sich der Aufzug geöffnet. Ich dürfte jetzt dann richtig in die Fabrik reinkommen und dem Geheimnis auf den Grund gehen, warum die Bürger eben aus Minecrafthausen verschleppt werden. Oder warum sie verschwinden auf mysteriöse Art und Weise. Sind die Türen offen? Nein. Warum sind die eigentlich nicht offen? Ach, da kann man so rein. Ist da irgendwie was? Da ist ein Hebel. Ist da was dran? Nein. Das Bett. Du kannst nachts schlafen. Das hat mir jetzt nichts gebracht, hier reinzukommen. Hier reinzugehen, weil den Hebel brauche ich, um hier wieder rauszukommen. Oder? Ne, da unten ist ja eine Druckplatte. Dann brauche ich den Hebel also da nicht ranzusetzen. So, haben wir jetzt mal einen Hebel, den ich wahrscheinlich später noch gebrauchen werde. Da ist nichts. Ah, da was ist jetzt? Hat's was gebracht? Ja, ich habe was gehört. Da ist was aufgegangen. Und das wieder zu. Aber ich kann hier doch durch. Ich habe ja noch Feuerresistenz. Immer weiter nach unten. Da wird mir heiß und kalt. Nächster. Habe ich den nicht gedrückt? Ja. Nächster geheime Raum geöffnet. Da irgendwie noch was? Nein, das war's. Aua! Nein! Nein! Scheiße. Okay, ich beende jetzt hier kurz die Aufnahme, damit ich wieder zu dem Punkt zurückfinden kann. Und es tut mir leid, dass ich